So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metal Blob Solid. Offensichtlich habe ich es letzte Folge ja geschafft, die überfluteten Tunnel mit nur einem fehlenden Item oder irgendwie sowas abzubrechen, weil ich einfach schweinemüde war und ich überhaupt nicht gefunden habe, was ich gesucht habe. Und da wir hier ja die Size-Level haben, in denen ich eh gerade eigentlich bloß noch durch die Gegend gleite, die hat irgendjemand mit Gleitmittel ausgelegt oder so, und ich hier jetzt offensichtlich gerade auch nicht sonderlich viel Nerv für habe, obwohl ich es natürlich irgendwann mal spielen muss, ist ja logisch, schauen wir uns doch mal wieder eine neue Karte an, und zwar die uralte Grabstätte Teil 3. Gut. Info, es gibt hier wieder Galdorf. Ich brauche hier diverse Security Points, also Sicherungspunkte. Quatsch, brauche ich nicht, muss ich deaktivieren, logisch. Und ich muss den Space Kristall besorgen. Wofür auch immer Space in diesem Fall steht, vermutlich für Weltraum. Oder einfach nur Raum. Oder All. Oder. Wir fackeln nicht lange, wir legen einfach los. Und schauen mal, wie weit wir kommen in diesen 15 Minuten. Ich muss 12 Mias retten. Ich muss zum... zum uralten Kristall kommen und ihn mir holen. Ich muss 2 Sicherungspunkte aktivieren. Ich muss 4 Sicherungspunkte aktivieren. Okay, wieso muss ich nicht 6 Sicherungspunkte aktivieren? Ich muss zum Wartungsraum kommen und ich muss gegen Galdorf kämpfen. Dann wollen wir doch mal. Offensichtlich sollte ich meine Steuerung aktivieren. So, Gesundheit brauche ich bisher noch nicht. Ich brauche einen uralten Schlüssel, und da drüben gibt es einen uralten Schlüssel. Dann aktivieren wir den doch mal. Gut. Wir haben das Verteidigungssystem, das schadet nicht. Ist eh weg dann. Wir haben das Verteidigungssystem, das aktiviert, und hüpfen einfach mal, falls Spaß macht, in die Lava. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Sollte ich vielleicht mal wieder öfter machen. Da hoch komme ich überall nicht. Deswegen klingt es hier unten einfach gut. Ich glaube, jetzt kann ich mal runterhüpfen. Ah, das geht ja gar nicht. Ha! Schön. Aber eigentlich möchte ich zurück, denn da gab es etwas, was ich vielleicht sammeln sollte. Genau, da oben gibt es 2 Mias. Nein, ein Mia und einen Teleporter. Och nein. Na gut. Dann warten wir eben wieder. Da drauf. Ja.
mehr lange und auf Wiedersehen. Gut. Haben wir die Geschichte erledigt? Och nö. Ach je. Wer kommt noch so eine grandiose Idee? Granaten zu nehmen. Ich habe es ja ganz am Anfang erzählt. Ich sammle gerne Waffen ein, die mir überhaupt nichts bringen. Nun gut. Es geht auch so. So ist es nicht, aber mit Pistole ist es vielleicht sogar besser. Die Tür ist geblockt. Na, schöne Sache. Da oben gibt es ein Zahnrad, ein uraltes. Die Frage ist jetzt natürlich, wo geht's hier weiter? Vermutlich durch die Tür. Warum auch immer die Tür jetzt gerade so betont wurde. Offensichtlich nicht so ohne weiteres. Geht's da runter? Ja, da geht's runter. So, dann lasse ich mich doch hier jetzt einfach mal fallen. Und hoffe darauf, gut, das war die Geschichte, vermutlich muss ich den da runterschmeißen. Noch einen Meter. Oh je. Doch eh schon keine Gesundheit. Ich wollte eigentlich nicht hüpfen. Ich wollte laufen. Nein. Ich könnte Kirschen gebrauchen, glaube ich. Und da oben ist schon wieder so eine Selbstschussanlage, die gefällt mir gar nicht. Na, komm hoch, komm hoch. Auch nicht, Feigling. Dreh dich um, hopp. Feigling. Der hält ja ganz schön was aus. Wir wollen jetzt hier aber nicht hier 5 Minuten lang noch diesen Turm bekämpfen. Endlich. So, Sicherheitssystem aktiviert.
Wow. Wow, wow, wow. Na gut. Machen wir hier weiter. Ja, klar. Jetzt wird wieder alles toll. Genau, jetzt habe ich auch wieder Kirschen bis zum Abwinken. Perfekt. Oh je. Ja, das ist ja Müll. Komme ich da zurück? Ja, da komme ich zurück. Allerdings. Oh je. Das war eine sehr gute Maßnahme. Ich habe ja eh schon zu viel Gesundheit. Na, komm. Und weg. Wäre sonst zu langweilig. Aber wenigstens mal ein abwechslungsreicher Level. Oder? Findet ihr doch auch. Ich bin sicher, ihr findet den sehr abwechslungsreich. Ich finde den eigentlich auch relativ abwechslungsreich. Finde ich eigentlich ganz schön. Den Schlüssel habe ich immer noch nicht. Jetzt muss ich natürlich den ganzen Weg wieder zurück. In der Hoffnung, dass ich diesmal... wieder keine Gesundheit verlieren. Nein. Tja, das war die Geschichte. Ah, wir haben ja noch einen Checkpoint an dieser wunderschönen Stelle. Die Tür ist ja jetzt offen, halb so wild also. Müssen wir halt aufpassen, dass wir nicht in diese Feuerstrahle reinspringen. So. Da hoch komme ich nicht. Offensichtlich. Das heißt, ich muss alles wieder zurück. Sollte ja nicht allzu schwer sein. Immerhin bin ich ja auch gekommen. Das hätte ich machen können. Naja, sicher ist sicher. Gut. Einen goldenen Schlüssel habe ich jetzt jedenfalls. Und
damit geht's hier nach der Tür weiter. Doch wie es nach der Tür geht, in Wirklichkeit, das erfahren wir.